Herzlich willkommen zurück zu Terraria und nein, ihr schaut nicht falsch, denn ich habe eine neue Neuigkeit anzukündigen. Wie ihr hier schon seht, befinde ich mich momentan in einem komplett anderen Haus. Das hat den Grund, dass ich eine neue Welt erstellt habe. Das hat wiederum den Grund, da in meiner alten Welt noch die Elemente von Terraria Version 1.1 enthalten waren und somit fast keine Neuerungen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Ich habe jetzt alles, was in der alten Welt drin war, geholt und hier reingetan. In den Truhen ist immer noch ein und dasselbe Zeug drin, wie wir damals auch gehabt haben. Ich habe nichts Neues oder Altes oder irgendwas verändert. Nein, das einzige Veränderte ist die Welt und das Aussehen meines Hauses. Sieht doch ganz schick aus, oder? Bewertet es! Okay, das einzige, was wir nochmal machen müssten, wären die Bosse zu besiegen, das mache ich auch gleich, da könnt ihr euch schon mal freuen, dass ich wieder Bosskämpfe mache. Und den Elevator neu bauen, aber den mache ich offscreen, das will ich euch nicht nochmal antun. Der hat mich nämlich gefrustet. Das wisst ihr gut genug. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Und natürlich die Welt erkunden. Und hoffen, dass wir vielleicht keine Corruption, sondern das andere, wo ich den Namen nicht weiß, haben. Das wird auch das Ziel unserer heutigen Reise sein. Einfach mal die Welt zu erkunden. Ich habe schon das verdächtige Ausschauen der Auge dabei. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, wenn ich es tagsüber fresse, ob ich dann sterbe oder ob dann auch Cthulhu kommt. Ich fresse das jetzt. Ich gehe das Risiko ein. Friss es doch. Okay, Moment. Okay, ich kann es tagsüber nicht fressen. Okay, dann müssen wir warten, bis es Nacht wird. Hi. Alles klar. Dass der da unten gespawnt ist, das ist nämlich der Händler. Das finde ich dreckig, wie man hier merkt. Das ist echt richtig scheiße. Ich baue dem jetzt einfach einen Weg nach oben. Ob er will oder nicht! Das ist echt scheiße. André, du kannst mal mitkommen. Freiheit winkt. Sobald du oben bist, verstopfe ich den Scheiß wieder. So. Los, ab hoch mit dir. Ey, du Spast. Gut. Und jetzt verstopfe ich den Scheiß wieder. Das sieht nämlich hässlich aus. So, damit haben wir schon mal den Händler. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Wenigstens eine Person, die mal gespawnt ist. Nein, fick dich so. So, das Wasser hier muss ich zumachen, damit hier nicht noch jemand spawnt. Ich kann auch so dumm sein und im Wasser spawnen, ganz ehrlich. Ja, wenn du von mir aus auf Reise gehen willst, gerne. Aber ich beschütze dich dann nicht, gell? Ich kenne die Welt übrigens auch noch nicht. Da unten hat schon mal eine Höhle. Aber das juckt mich nicht. Ich will nur eine Sache herausfinden. Haben wir eine Corruption oder haben wir das andere? Okay, wir haben auf jeden Fall Kupfer in unserer Welt. Das ist schon mal bescheuertes. Ja, obwohl Kupfer. Was sage ich überhaupt? Kupfer ist das Wertvollste überhaupt. Ja, da sieht man schon wieder Kupfer. Okay, wir haben kein... was ist mit Kupfer unter einer Linie? Tin oder Zinn oder was auch immer. Ich muss mich da nochmal schlau machen. Ich habe jetzt schon lange, lange kein Terraria mehr gezockt. Ja. Oh, wir haben Gold. Ja, das ist eigentlich auch schlecht. Okay, aber dass es so frei unter der Erde liegt, das ist positiv. Mein einziges Ziel ist jetzt die... Aha, aber wir haben LED. Sobald es LED ist, ich glaube zumindest. Nein, es ist Tanzen. Okay, dafür haben wir kein Silber. Ja, verabschiedet euch von Silber in dieser Welt. Fürs Erste, es gibt eine Maschine, mit der kann man die anderen Elemente alle erschaffen lassen. So, aber ich wollte ja eigentlich gar nicht rein. Und falls ihr es hört, ich bin ein wenig erkältet. Das sollte aber kein Problem sein. Denke ich jetzt. Stirb. Sag mal. So. So, Delle. Ja, die neue Welt zu erstellen hat mich ungefähr eine halbe Stunde gekostet. Ich hätte eigentlich gedacht, es dauert länger. Lila Schleim, was bist du denn? So, hier schon mal die Wüste.
Genug Geier. Boah, die Wüstenmusik, die... Hey, die erinnert voll an Zelda. Findet ihr nicht auch? Hört mal. Okay, jetzt nicht mehr, aber der Anfang. Warte, ich geh noch mal rein. Okay, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich mach nachher beim Rückweg, zeige ich es nochmal. Wenn ich's nicht vergesse. Aber ich werde es wahrscheinlich hier vergessen. Wenn nicht, hört einfach im Video nochmal rein. Also mir hat es kurz im Moment ein Zelda-Feeling gegeben. Ich weiß auch nicht warum. Sag mal! Kann es sein, dass die Corruption bei uns rechts ist oder das andere Zeug, je nachdem. Wartet! Ich hab's gesehen. So, es dämmert. Cthulhu wird gleich sterben. Was haben wir hier? Holzpfeile, habe ich die? Ja. Ropes, was haben wir hier? Climbing Claws. The slide down walls. Okay. Ist es sowas wie ein Enterhaken? Nur für Wände? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also Cthulhu will gleich sterben. Der heult bestimmt schon in seinem Kaff, weil er genau weiß, dass er gleich beschworen wird und stirbt. Ich verprügel dich mit meinem Hammer. So, Distanzen hier. Ach doch, LED. Okay, das heißt, wir haben kein Eisen und kein Silber, dafür haben wir Kupfer und Gold. Ja, passt schon. Okay, meine Corruption-Reise wird hier enden. Stirb. Das Problem ist, ich habe immer noch kein Magic Mirror, habe ich so das Gefühl, gell? Ich erinnere mich nicht mehr daran. Im neuen Tree Gather auf dem Triforce Group Kanal, wo ich mit Choro und Pyroflo zocke, habe ich als allererstes ein Magic Mirror gefunden. Nur hier wird es mir mal wieder nicht vergönnt. Aber dafür habe ich Rubine gefunden. Und dafür lebe ich mich. Beziehungsweise mein Terraria-Glück. So, jetzt hört rein. Habt ihr es gehört? Diese hohen Töne da, dieses... Das, was halt ganz am Anfang kam. Das hat mich irgendwie an Zelda erinnert, ich weiß auch nicht warum. Aber es ist Fakt. Haltet mich für bescheuert. Was ihr wahrscheinlich sowieso tut. Ich halte mich auch selber für bescheuert, also passt es schon. So. Weißt du was? Cthulhu? Ja gut, nein, hier ist vielleicht kein so guter Ort zum Kämpfen. Ich bin mir... So... Auch nur eine ebene Fläche. Ach, scheiß drauf, komm her. Hi! Wo bist du? Bro! Ja, schön für dich. Ach komm, das machen wir besser. Dann krieg ich noch Fackelschaden. Komm runter. Wie viel zieht denn das? Boah, ja, wenn du nah bei mir bist, bist du so tot. Was willst du jetzt eigentlich? Du trägst hier nicht dazu bei, okay? Das ist eine Auseinandersetzung zwischen uns. 2,8 hat er. War das vorher auch schon so? Ich glaube ja. Also immer das Auge treffen. Jetzt rastet er. Was mich aber nicht sonderlich duckt, weil er jetzt null Verteidigung hat und eh gleich tot ist. Und sich eh nicht mehr bewegt. Der braucht übel lang, um sein Hirn denken zu lassen, dass er jetzt endlich mal angreift. Sag mal. Du trägst hier nicht dazu bei. Oh, Sternstuppe. Die trägt aber dazu bei. Aua! Stirb doch! Gib mir dein Dämonit! Tschüss! Jetzt reicht's. Komm her! Tschüss, danke. Was, Kriamantorf? Was habe ich da gerade bekommen? Gar nichts, habe ich so das Gefühl. Irgendwie ist alles weg. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ah, dann hier oben ist es. Ach du Scheiße, das heißt, es gibt gar keinen Dämonit oder was? WTF? Das ist mir jetzt neu. Wahrscheinlich irgendein Ort, das man nur von dem Penner hier bekommt. Ach, weißt du was? Hi. Dann hole ich mir das andere halt auch noch. Wozu habe ich denn zwei Augen dabei?
Problem ist schon, dass er immer unter die Erde flieht und das regt mich auf. Ich muss den mal irgendwo bekämpfen, wo ich da unten fliehen kann. So geht's schneller. Finde ich zumindest. Okay, jetzt reicht's mir, Cthulhu. Stirb, 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 stirb. Dein Auge wird so penetriert. Heult schon. Ich frag mich, wie viele Augen Cthulhu noch hat. So, jetzt geht's eh schneller, weil er jetzt kein Leben mehr hat. Also keine Verteidigung. Jetzt hat er zwar ultimativen Angriff, aber wie ihr seht, tut's mich nicht. Ja, komm her. Erleuchte mich, mein Bruder. Yeah! Das heißt, wir kriegen einen Mana-Kristall mehr, denn ich habe jetzt wieder 5. Das weiß ich. Komm her. Hier darf schon Miros sterben. Danke. So, wieder Kriamantorf. Ja, irgendwie gibt es das andere wahrscheinlich nicht mehr. So, damit haben wir zweimal das Auge besiegt. Skeletron müssen wir auch nochmal machen. Das heißt, wir haben einen neuen Dungeon, den wir erkunden können. Dankeschön. Ach ja, die Weltgröße ist übrigens Mittel, falls ihr fragt. Fuck, 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 fuck! Oh, wie ich das hasse. So, jetzt aber. Ah ja, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Game on, Bro! Oh, meine Heimat. Irgendwie sieht sie cooler aus als die alte, finde ich. Wie findet ihr's? Ja, aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wo was ist. Geld, hier. 40 Gold. Passt. Machen wir mal 41 draus. Halt! So. Damit haben wir jetzt 120, gut. Kriamantorf. Okay, was bringt mir das? Kriamantblöcke oder wie? Nett. Kriamant. Was bringt mir Kriamant? Was ist das da? Ach, das ist eine Lettüre. Man kann jetzt aus allem alles erstellen, also. Da haben wir echt viel vor. Ja, let hau ich dann mal hier hin. So rum eigentlich. So. Ja, ja. Crimson hau ich dann hier hin. Tungsten hau ich hier hin. Gold bleibt ganz normal hier. So, ich habe jetzt was vor. Weiß noch nicht genau, was ist. Ja, es wird wahrscheinlich weiter unten sein. Und zwar. Man kann sich jetzt sogar Holzrüstung machen, ey. Das ist echt hässlich. Halt. So, das hat nur einen einzigen Sinn. Werdet ihr gleich sehen. Zack, zack. Das Problem ist, Silber ist jetzt geopfert. Ach ja, hier spawnen übrigens so viele Monster, weil ich hier Wasserfackeln platziert habe, weil die cool aussehen. Und hier sieht man es auch. Water Candle. Increased Monster Spawn Rate. Erhöht einfach die Monster Spawn Rate. Yeah. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So. Das war der einzige Ziel, warum ich jetzt das hier wollte. Der einzige Ziel, ja. Das einzige Ziel. So, Dele. Strahlentrank, ja, schön. Crimson Ore. Pilze ganz sterben gehen. Tungsten hier. Die Ores tue ich jetzt einfach da alle da nach unten. Gut, dann werden wir jetzt weiter Richtung Osten laufen. Hi. Und tschüss. Das Problem ist, Zombies können in dieser Version Türen aufmachen. So, jetzt regt mich die Nacht allerdings wieder auf. Allerdings, halt, stopp. Allerdings, wie heißt's? Oh Mann, was wollte ich denn jetzt sagen? Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich wieder? 3. Ja! Warte, nein, das ist es nicht. Oder? Doch! Wir haben keine Corruption. Wir haben das andere Zeug. Ich weiß noch nicht, wie es heißt.
hört die Musik. Und dann folgt eine Schneelandschaft. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hey, die Musik ist geil. Doppelaugen! Oder, achso, nee. Ich dachte, das wären jetzt zwei fusioniert, so wie die Zwillinge. Was haben wir hier? Was bist du? Wow. Alter, die Musik ist voll geil. Also, da muss ich ein Lob aussprechen. Mir gefällt die Musik sehr. Wie findet ihr sie? Achso, man kann jetzt bestimmt neuerdings Wände. Was ist das? Achso, ist da irgendein so ein Schleim, das wir abbauen. Holzpfeil. Achso, das sind die Krüge. Das sieht aus wie irgendein so ein Darm. Ganz. Was ist das? Das wird mich bestimmt töten, wenn ich es angreife. Wow! Alter! Das ist ja Horror! Ah! Blutkrop, das ist ein Darm! Ein Herzkristall, geil! Brauche ich nur leider nicht mehr. Nein, ich habe einen Pilz gemampft! Oh! Soll ich da jetzt runter? Ja, soll ich. Fuck, sollte ich vielleicht doch nicht. Die krabbeln halt eiskalt an den Wänden. Das ist ja mal geil. Nein, 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 nein. Okay, wartet mal, ich bin nicht overpowered. Das ist ja Blut. Alter, wo bin ich hier? Hey, das ist eine Goldtruhe. Hermes Boots. Damit sind wir jetzt noch schneller. Flammenpfeil habe ich hier. Ich suche nur etwas Bestimmtes. Ich will nur wissen, wo ich es finde. Achso, das ist das. Hier müssen wir so auch Schattenkugeln zerstören. Crimson. Ach, die Crimson. Genau so heißt sie. Die Crimson ist es. Ah, was bist du? Face Monster. Ja, ich glaub so. Alter, das sieht echt hässlich aus. So. Wie kann ich dich zerstören? Eine Eiseskälte steigt in dir hoch. Ja, okay, dann ist es genau dasselbe Prinzip wie in der Corruption. Hey, den machen wir jetzt noch. Ich will den neuen Boss töten. Falls ich stark genug bin, was ich glaube ich echt nicht glaube. Todeskraut! Aber davor muss ich mich echt erstmal heilen. Ich muss halt wissen, wo die Teile sind. Hier unten ist nichts. Fackeln. Oh nein, das Face Monster. Fuck! Alter, die Musik, die ist krank. Am Anfang war sie geil, jetzt ist sie krank. Da unten ist noch einer, gut. Muss mich halt beeilen. Da ich im Blutwasser bade. Du hörst das Echo von Schreien um dich herum. Ich weiß ja schon, wer der Boss ist. Ich glaube zumindest, dass es er ist. Aber wir werden es gleich sehen. Für die, die es noch nicht wissen wollen, ich spoiler mal nicht. Und falls ich eh nicht recht habe, habe ich einen anderen Boss gespoilert. Oh, du scheiß Blutspinne, ey. Das ist voll geil eigentlich. Guck mal, hier oben ist eine Eisgegend. Ah, da haben wir genug. Okay. So, Leben habe ich auch genug. Jetzt hoffen wir halt mal nur, dass ich nicht drauf gehe. Also gegen den Weltenfresser habe ich ja auch Schiss gehabt, aber habe ihn eigentlich geowned. Aber hier habe ich Angst. Ich weiß ja nicht, wie der kämpft, falls es er ist. So, 400 Leben habe ich. Meine besten Waffen habe ich auch ausgerüstet. Saufen. Alura, ja, schön. Kann ich noch irgendwas benutzen? Ja, das hier eigentlich. Verbraucht zwar Mana, aber da das hier kein Mana verbraucht, kann ich es eigentlich benutzen. Wie funktioniert das? Ist das, was ich denke? Ja, das ist die Rakete, okay. Also dann seid ihr bereit. Ich bin's nicht, also stirb.
Brain, ja, es ist das Brain of Cthulhu. Ah, da ist es! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Halt, okay. Muss ich dem seine Kinder töten oder muss ich ihn töten? Was ist das? Ist sind das Gehirnmaschen? Fuck! Der penetriert mich! Ah! Ach, aber er hat nur noch 900 Leben. Wow! Er kann sich porten, das ist doch Cheatung! Aber mein Teil hat Rückstoß, der ist gleich tot. Der ist voll geil, der Boss, finde ich. Aua! Wow. Also ich fand ihn geil. Der war zwar... Na, der gibt auch Grimmets. So, da habe ich wenigstens schon mal eins. Was ist das? Ach so, das ist die Trophäe. Aber ich kann sie nur nicht... Wow. Wow! The Undertaker. Hat man auch gar nicht von irgendwas Wrestling-mäßiges abgeschaut. Nein, nein, nein. Tagesblumensaat. Ciao. Wow. Das Problem ist, wie komme ich jetzt hier wieder lebend raus? Alter! Ah! Damit habe ich sozusagen den zweiten Boss auch wieder besiegt. Also, wie fandet ihr ihn? Ich fand den, er war zwar strange, aber er war geil. Aber warte, ich kam von oben, ne? Tschüss. Alter, das ist die krankste Musik, die ich jemals gehört habe, ey. Es könnte zu irgendeinem Psycho-Patenspiel kommen. Passen, meine ich. Habe ich irgendwas, das ich... Ja, eben gut. Ja, nimm's auf, danke. So, jetzt verpisse ich mich von hier, ey. Das versuchen wir mal irgendwann anders gründlich. Ich bin jetzt nur hier, um eigentlich herauszufinden, was es ist. Also bis jetzt macht die Crimson einen richtig geilen Eindruck, findet ihr nicht auch? Hier können wir doch viel, viel, viel Spaß miteinander verbringen. Ach ja, fuck! Bevor ich es vergesse, ich wollte doch noch die zweite Neuerung ankündigen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht weggeschalten. Falls doch... Ja gut, ich... Nein, ich erwähne es am Anfang des nächsten Parts. Dann hört ihr es auf jeden Fall. Was ist das? Ja, Musik, du kannst es aufhören. Was ist das? Red Ice Block. Aha. Okay. Naja, der Part ist schon 22 Minuten alt. Hier werden wir im nächsten Part dann weitermachen und weiterforschen. Wie fandet ihr das Brain of Cthulhu? Und dann werde ich mir auch alles angucken, was ich so gefunden habe von den Waffen. Nein, das Face-Up-Monster! Alter, das Face-Monster, das ist hässlich! Oh! Ich will mir jetzt nur die Eisblöcke holen. Wenn man das so abbaut, das ist ein richtiges Eis-Feeling, dieses Blam, Blam, Blam. Das ist irgendwie echt so. Okay, falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben, meinem Favorisieren des Videos, am Verbreiten des Videos, am Abonnieren meines Channels oder einem Verbreiten meines Channels begutheißen. Aber nicht kein Abo für diesen Typen hier da lassen. Der hat es nicht verdient. Wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Terraria in einer neuen Welt. Bis dann und ciao.